In den besten Lagen des Anbaugebiets nahe beginnt im Herbst die Weinlese unserer Sektgrundweine. Heute wird mit modernen Weinerntemaschinen die Weinlese schnell und effektiv durchgeführt. Wo früher zahlreiche Menschen für diese Arbeit notwendig waren, wird diese von einer einzigen Maschine erledigt. Das Lesegut wird von dem Traubenvollernter direkt in den Maischewagen gekippt. Aus diesen Trauben werden dann hochwertige Weine und Sekte produziert. Und dann zur weiteren Verarbeitung zu den Kälteanlagen transportiert. Auch die Sektmanufaktur Schremel nutzt die heimischen Trauben, um einen erstklassigen Sekt zu produzieren. Der Winzer überwacht während der Weinernte mit einem Refraktometer die Öchslegrade, um so über die Qualität seiner Ernte informiert zu sein. Die Maische wird dort direkt in die Kelter gepumpt. Der dann ausgepresste Traubensaft fließt durch die Weinschläuche sofort in die einzelnen Weintanks. In diesen Weintanks gären die Weine unter ständiger Kontrolle des Winzers. Die erste Stufe des jungen Weines wird federweißer oder hier zum Beispiel bei der roten Traube roter Rauscher genannt. Eine Verkostung des jungen Weines ist ein besonderes Vergnügen, wie hier in einem traditionellen Fasskeller. Die zur Versektung geeigneten Weine werden in unserer Sektmanufaktur mit Hilfe der Abfüllanlage in Sektflaschen gefüllt. Thank you.
Der gezuckerte Wein wird mit Hefe versetzt. Der zweite Gärvorgang erfolgt dann in der Flasche. Diese werden dann in Gitterboxen mindestens 9 Monate gelagert. Traditionell werden in unserer Sektmanufaktur die Flaschen auf Rüttelpulten ca. 15 bis 21 Tage per Hand gerüttelt. Handrüttelung wird nur bei hochwertigen Sekten und Champagner angewandt. Nach dem Rüttelprozess hat sich dann die Hefe im Flaschenhals gesammelt. Der Flaschenhals wird mit dem Hefepfropfen eingefroren. Nach dem Einfrieren wird der Kronenkork maschinell entfernt. Dabei entweicht Druck, der den Hefepfropfen aus dem Flaschenhals drückt. Anschließend wird die Restsüße eingestellt und die Flasche aufgefüllt. Der Sekt ist nun fertig und die Flaschen werden nun endgültig verkorkt und verdrahtet. Bei einem Waschvorgang wird die Flasche gereinigt und gleichzeitig der Zuckerlikör in der Flasche gleichmäßig verteilt. Thank you.
Ein letzter Schritt ist das Handetikettieren und Verpacken. Für jede Gelegenheit eines gepflegten Sektgenusses bietet Ihnen unsere Sektmanufaktur die passenden Sekte von Brüt bis Süß. Wir würden uns freuen, wenn auch Sie unsere Traditionssekte verkosten und auf den Geschmack kommen. Wir beraten Sie gerne über unsere Produkte. Auch zu einer Sektprobe in unserem Hause sind Sie herzlichst eingeladen.